Was ist los? Warum bist du so niedergeschlagen? Oh, heute ist einfach nicht mein Tag, mein Hase. Es sind so viele geile Serien auf Netflix. Eine besser als die andere. Klar, dass da so viel geiler Shit ist. Das ist eigentlich zum Niederknien. Ja, Schatz, du hast recht. Das ist wirklich zum Niederknien. Dann sorgen wir dafür, dass mein Hasi-Pupsi wieder zu klaren Gedanken kommt. Das riecht ja wie meine Oma unter den Arm. Woher weißt du, wie deine Oma unter den Arm riecht? Hm? Egal, lass uns erstmal anstoßen. Wir trinken ja nur das eine. Eben, nur das eine. Oh, wo bin ich? Merkst du schon was? Es ist 8 Glas, ich merke absolut gar nichts. Leute, Finger weg vom Alkohol. Alkohol ist pures Gift für den Körper, deshalb gar nicht erst anfassen. Ich bin eine Biene. Ja, besoffen bist du, das bist du, besoffen. Jetzt hast du dir mir Sorgen gemacht. Ich hab schon die Biene gestrichen. Au! Ja. Nimmt dir aber ganz schön ran hier, der Massimo, alter Krieger. Was ist los? Du liebst mich gar nicht. Was? Du liebst mich gar nicht. Natürlich liebe ich dich. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Ich will Schokolade. Dann hole ich dir Schokolade. Du willst mich messen. Du willst, dass ich fett bin und mich keiner mehr liebt. Du bist ein bisschen creepy. Kann es sein, dass du deine... Deine was? Du weißt schon, ist der rote Vorhang gefallen? Was? Ist die rote Flut im Gange? Was? Hast du deine Erdbeerwochen? Ich hasse Erdbeeren. Ja, ich weiß, du hasst Erdbeeren. Wie kann man Erdbeeren hassen? Aber hast du deine Tage? Wieso? Weil ich mein klein wenig emotional bin. Bist du schwanger? Nein, du Arschloch. Ich habe meine Tage, aber das fällt dir natürlich nicht auf. Das Wichtigste für dich ist nur Warzone und Last of Us. Ich kann das irgendwie nicht mehr ertragen. Du sitzt den ganzen Tag nur am Computer. Mädels, ich weiß, wenn ihr eure Tage habt, das ist Hardcore und das wünscht man keinem. Aber wir Jungs können nichts dafür, dass ihr eure Tage habt. Wirklich! Ich liebe dich. Na, wie war die Maniküre? Haben wir noch Schokolade? Was? Haben wir noch Schokolade? Ah, nee, hab ich eben gegessen, den Rest. War echt lecker. Wir können ja morgen gleich neue Schokolade besorgen. Was soll ich gucken? Die Blacklist-Folgen? Super spannend, aber dann ist da noch Modern Family. Super lustig. Dark? Wahrscheinlich auch sehr spannend. Ah! Was ist los? Warum bist du so niedergeschlagen? Oh, heute ist einfach nicht mein Tag, mein Hase. Es sind so viele geile Serien auf Netflix. Eine besser als die andere. Klar, dass da so viel geiler Shit ist. Das ist eigentlich zum Niederknien. Ja, Schatz, du hast recht. Das ist wirklich zum Niederknien. Dann sorgen wir dafür, dass mein Hasi-Pupsi wieder zu klaren Gedanken kommt. Schatzi, Datzi, Hasi, Pupsi, mein Engelchen. Was? Du weißt, ich habe heute Geburtstag, Feierlichkeiten. Ja, schlimm genug, dass du jetzt noch älter bist als vorher.
Ja, jedenfalls wollte ich fragen, ich weiß, du hast es nicht so gerne, dich da in den unteren Regionen aufzuhalten. Sag ich nichts gegen, aber heute ist ja mein Geburtstag und vielleicht würdest du dich bereit erklären, da mal irgendwie abzutauchen und mir den Gefallen zu tun. Oh mein Gott. Na gut, aber nur ganz kurz, okay? Weil ich krieg davon immer einen Würgereiz bei dir. Wirklich nur kurz. Okay. Das kitzelt. Alles gut, ist gut, ist gut. Was ist los? Mein TikTok ist auf der For You-Page. 800.000 Views in nur 4 Stunden. Was hast du gemacht, dass die Leute das so feiern? Ich habe einfach nur von mir erzählt. Anscheinend feiern die Leute einfach meine Art. Ja, zeig mal her. Ach, boah, Leute, heute ist es so heiß. Ja, ich bin übrigens gelernte Botanikerin. Mein Hobby ja, ist Lesen. Sie feiern und, dich wegen deiner Art. Was zappelst du so rum? Ich zappel nicht, ich nehme ein TikTok auf. Du zappelst dich? Du siehst aus wie ein Fisch an Land. Ich bin Jemka-Schotea, ich zappel für Klicks. Weißt du was? Leck mich. Ganz sicher nicht, Fräulein Thunfisch. Du bist ja nur neidisch, weil ich mehr Follower hab wie du auf TikTok. Ich soll neidisch auf dich sein. Ich soll neidisch auf dich sein. Du bist neidisch auf mich, weil ich so krass und gut bin beim Warzone-Spielen. Ich komm immer unter die Top 100, immer. Du bist neidisch auf mich, weil ich so gut bin und du es nicht bist. Ich hätte auch gern so viel Follower wie sie auf TikTok. Das war das Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat so viel Spaß gemacht wie jedes Mal. Jemka, es macht einfach immer so viel Spaß, mit dir zu drehen. Warum macht das so viel Spaß? Weil ich so cool bin. Das stimmt. Und ich auch? Bin ich auch so cool? Noch cooler. Noch cooler. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wichtig, folgt ihr. Instagram ist unten verlinkt. Ich freue mich super, dass ihr zugeschaut habt. Was schaust du denn gerade so auf Netflix zum Beispiel? Leider schaue ich nur Dokus. Das ist ein bisschen langweilig. Was für eine Doku? Über Kriege. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Peace. Oh, das riecht ja wie meine Oma unter den Armen. Weißt du, wie deine Oma unter den Armen riecht? Mhm. Was machst du da? Mich abschminken. Warum? Ja, also privat schminke ich mich hier ganz gern, aber jetzt reicht's dann auch erstmal. Boah, nimmt die ganz schön ran hier, ne? Massimo, der Krieger. Oh. Das ist authentisch, Mann. Ja, das ist was für ein Tag, was soll ich gucken? Die neue Blacklist voll. Ah, spannend. Modern Family, super lustig, aber. Was war nochmal das dritte? Dark. Action. Ich habe heute einfach keinen guten Tag. So viele geile Serien auf Netflix, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Klar, dass so viele gute Ideen. Klar, dass so viele gute. Klar, dass so viele gute Serien. Klar, dass so viele gute Serien. Klar, es ist fantastisch, dass da so viele sehen. Ich hoffe, ich hier kein Deutsch mehr. Das ist mir gesagt. Zeig mal her. Entschuldigung, ich musste mies lachen. Das war einmal. Wegen meinem